Hallo, heute schildere ich euch meine persönlichen Eindrücke zum Bronson V3, stelle euch mein Bike vor und verrate euch, wie ihr mit ein paar einfachen Tricks euer Bike ein kleines bisschen besser machen könnt. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video von mir dieser Art. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video auf Englisch oder Deutsch machen soll. Doch, dann habe ich mal einen Blick in die YouTube-Statistik meines Kanals geworfen und festgestellt, dass gerade mal 21% der Viewer nicht aus deutschsprachigen Ländern stammen. Und dann war die Sache auch ziemlich schnell klar. Für alle anderen, die mich jetzt nicht verstehen können, gibt es natürlich englische Untertitel. Ich würde euch gerne ein bisschen was zum Bronson V3 erzählen. Vor allem meinen persönlichen Eindruck schildern. Gerne ein paar Fragen beantworten, die mir öfter in den Netzwerken gestellt werden. Und ja, auch auf Sachen eingehen, die ich öfters in Foren lese. Ja, da steht es. Das Bronson von Santa Cruz. Ist ein Allround-Bike. Soll in der Palette von Santa Cruz das breiteste Spektrum abdecken. Also von Trails bis Bikeparks sollte alles drin sein. Natürlich kein Downhiller, wie man sieht. Aber eins vorweg, selbst auf recht ruppigen Trails macht das mit hoher Geschwindigkeit noch richtig Spaß. Ja, es ist Größe L, die ich da fahre. Es hat 455 mm Reach in der niedrigen Einstellung vom Flipchip. Kann ich nachher noch was dazu sagen. In der niedrigen Einstellung hat es einen Lenkwinkel von 65,1 Grad. Es hat einen Stack von 614 mm und der Radstand beträgt 1215 mm. Ich bin jetzt schon recht lange mit dem Bike gefahren. Natürlich hier zu Hause in Graubünden, die ganzen Trails. Ich war in Finale Ligure, bin dort vier Tage Trails gefahren mit dem Shuttle-Team und ja, war auch letztens mit meiner Frau im Bikepark unterwegs. Das ist auch nicht das erste Rad, was ich fahre. Im Gegenteil, ich bin schon sehr, sehr viele Bikes gefahren und ja, nach doch jetzt recht vielen Trail-Kilometern denke ich, dass ich mir ein gutes Urteil bilden kann und möchte euch ganz unverblümt meine Meinung dazu schildern. Die wird positiv ausfallen, aber ich bin natürlich nicht irgendwie gesponsert oder irgendwas und dazu verpflichtet, jetzt gut drüber zu reden, aber dennoch muss es natürlich nicht heißen, dass ich keine gute Meinung vom Bike haben kann und ja, ich würde mir auch kein Bike kaufen, das mir nicht gefällt. Also mein erster Eindruck zum Bike, muss ich dazu sagen, ich habe es mir komplett selbst aufgebaut. Von nacktem Rahmen bis so wie es jetzt dasteht. Hatte beim Aufbau sehr, sehr viel Spaß. Ihr könnt das auch gerne euch nochmal anschauen. Ich habe da ein Video hochgeladen. Verlinke ich zum Schluss ja, an irgendeiner Stelle hier oder da. Jetzt muss ich erstmal meine Sonnenbrille aufsetzen, weil es jetzt doch ganz schön hell wird. Oh, alles so orange. Meine erste Ausfahrt ging nach Chur. Ich wollte dort Trails fahren. Und bei uns zu Hause hat es am Rhein entlang so einen ja, kleinen Wanderweg. Ja, ist jetzt nichts Spektakuläres, ist flach. Sind einige Wurzeln doch drin und ein paar kleinere Steine. Und da habe ich schon gemerkt, als ich da das erste Mal drüber gerollt bin, dass der Hinterbau verdammt, wirklich verdammt sensibel anspricht. Die Gabel natürlich sowieso. Ist eine 36er Grip 2 von Fox, aktuelles Modell 2019. Ja. Und da war ich schon das erste Mal sehr überrascht. Positiv überrascht. Weiter auf der Straße. War natürlich wenig spektakulär. Aber ich habe auch da schon gemerkt, das Bike geht ziemlich gut vorwärts, ohne dass ich irgendwie ja, einen Dämpfer locken musste oder was. Bin da
einfach so wie ich losgefahren bin, ein paar Kilometer Straße gefahren zur Gondel, teilweise bergauf, alles kein Problem. Natürlich Gondel hoch, ersten Trailmeter, musste ich schon am Abend mir ein bisschen die Kiefermuskeln massieren, da ich ein Dauergrinsen drauf hatte. Es war wirklich sehr beeindruckend, wie geil das Bike auf dem Trail funktioniert. Man setzt sich drauf und fühlt sich einfach wohl. Das ist nicht bei vielen Bikes so, aber hier ist es so. Ich bin wirklich ja, drauf gesessen und das hat sich angefühlt, als hätte ich das Bike schon, ich würde nicht sagen jahrelang gefahren, aber als würde ich nicht das erste Mal drauf sitzen. Man hat sich wirklich direkt zu Hause gefühlt. Die Steigerung dann natürlich, man macht sich ein bisschen besser vertraut mit dem Bike, weiß, wie es reagiert, in welchen Situationen. Das kommt natürlich erst ein bisschen später, aber auch das kam relativ schnell. Wir fahren ein relativ straffes Setup. Durch das Bike schnell fahren, das verlangt auch danach. Aber auch, ja, es wird nicht unkomfortabel, auf keinen Fall. Bin stets sehr zufrieden, gehe nicht mit Schmerzen nach Hause. Das macht schon Spaß. Man merkt natürlich, wenn man etwas langsamer fährt, gibt das Bike dann schon die Schläge ein bisschen direkter weiter, aber wenn es dann wirklich mal schneller wird, auch ruppig, ist überhaupt kein Problem. Der Hinterbau, ich habe es vorhin schon gesagt, der ist so feinfühlig und spricht so wahnsinnig gut an, dass, ja, man, das ist kein fliegender Teppich, aber ist schon recht nah dran. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das relativ straff fahre oder ob es allgemein so ist, aber ich finde, das Bike hat auch wahnsinnig viel Pop. Ja, schreit schon danach, hier und da mal ein bisschen abzuziehen. Sei es jetzt vom Wurzelfeld einfach mal die erste Wurzel mitnehmen und reinspringen oder vom kleinen Hügel abziehen. Das geht schon recht direkt. Ja, man merkt dann auf dem Trail auch relativ schnell, dass das Bike dafür gebaut ist, bergab zu fahren. Es ist sehr laufruhig, wie gesagt, hat ruppige Passagen, macht es wunderbar mit. Ist dennoch recht verspielt, muss ich sagen. Es geht super um die Kurven. Es will auch Kurven fahren. Es ist sehr präzise steuerbar. Und man merkt schon, dass es ein eher verspielten Kampf ist. Das Bike geht unglaublich gut bergab. Das mag jetzt plakativ klingen, aber ich meine es wirklich so. Wer mal die Chance hat, sich draufzusetzen, sollte das tun. Er wird schnell merken, wovon ich spreche. Es hat zwar nur 150 mm, aber es fühlt sich noch deutlich mehr an. Ich hatte vorher ein Enduro mit 160 mm. Das hat sich im Vergleich dazu angefühlt wie, naja, ich kann keinen Vergleich ziehen. Ja, das Bronson liebt steile technische Passagen, es fragt regelrecht nach ruppigen Trails. Ja, Flow Trails macht es auch Spaß, es geht sehr schnell, sehr wendig, geht super um Kurven, aber ja, es ist vielleicht ein bisschen viel, fühlt sich nicht nach zu viel an, aber man denkt dann immer, ja, schön Flow Trail, aber ich würde doch lieber gern was fahren, wo das Bike ein bisschen mehr gefordert wird. Was ich sagen muss im Vergleich zu meinem alten Bike, es ist wirklich relativ lang mit den 1,20 Meter und ein bisschen Radstand. Ich habe mich das erste Mal, als ich einen recht technischen Trail gefahren bin, ein bisschen erschrocken. Als ich das Hinterrad versetzen wollte, bin ich direkt mal im Gegenhang oder im Hang dahinter angeeckt und fast runtergefallen. Aber das ist was, womit man klarkommt. Man muss sich halt darauf einstellen und es ist auch super handelbar. Es war einfach wahrscheinlich nur ungewohnt für mich. Mittlerweile habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich kann es jetzt genau einschätzen, wie lang das Bike ist. Und es macht einfach nur super Spaß. Es geht auch wirklich sehr gut aufs Vorderrad. Nicht zuletzt dank der Bremsen. Man hat eine sehr, sehr angenehme Position im Bike. Und die Gewichtsverlagerung funktioniert einfach intuitiv. Wer bergab fahren möchte, muss hin und wieder auch mal bergauf fahren. Wird auch oft gefragt, wie das Bike bergauf klettert. Ich muss sagen, überraschend gut. Es hat zwar am Dämpfer einen Lockout-Hebel, aber ja, ich habe den eigentlich so gut wie noch nie benutzt. Wenn ich mal
weiß nicht, halbe Stunde oder was in der Größenordnung da eine Forststraße hochfahren muss, oder gerade eine Asphaltstraße, lege ich den Hebel mal um und benutze den sogenannten Lockout. Aber ja, das ist wahrscheinlich nur mehr was fürs Gewissen. Eigentlich braucht man es nicht. Gerade wenn man im Sitzen tritt, das Bike wippt überhaupt nicht. Im Stehen merkt man es schon ein bisschen, aber ja, ist jetzt nicht so, dass es stören würde. Gerade wenn man noch ein bisschen technischere Trails hochfährt, ja, ist es schon recht angenehm, wenn es da ein bisschen nachgibt. Gerade ja, mit dem super ansprechenden Hinterbau wäre es echt schade, darauf zu verzichten. Man hat wahnsinnig viel Traktion bergauf. Es gibt auch Stellen, die bin ich vorher nicht gefahren. Manche der Anstiege, die ich jetzt dieses Jahr wieder fahren durfte, ja, die bin ich tatsächlich mit dem Bike hochgefahren und hatte sogar noch Spaß dabei. War jetzt natürlich nicht mega erholsam, aber man hat schon einen deutlichen Unterschied gemerkt. Das ist natürlich kein Cross-Country-Hardtail, wo ich jetzt da bergauf irgendwelche Koms jagen könnte. Gut, ich könnte es wahrscheinlich sowieso nicht, aber wird wahrscheinlich keiner mit dem Bike versuchen, da, wo Nino Schurter hochbläst, da ihm da die Sekunden abzujagen. Dafür, dass es so gut bergab geht, geht es erstaunlich gut bergauf. Das muss man echt so sagen. Ja, der Sitzwinkel ist auch angenehm steil. Man sitzt wirklich beim Treten sehr zentral im Bike. Es ist nicht so, dass, wenn es steiler wird, das Vorderrad direkt hochgeht oder dass man keine Traktion mehr am Hinterrad hat. Es ist wirklich sehr angenehm zu treten, ohne dass man jetzt groß da auf dem Bike hin und her rutschen muss, um eine gute Position zu finden. Ja, Sonne wieder weg. Ich war letzte Woche mit meiner Frau in Lenzerheide Trails fahren und wir haben dann, weil es naheliegend ist, zum Schluss noch eine Runde im Bikepark in Lenzerheide gedreht. Das war das erste Mal, dass ich mit diesem Bike im Bikepark war. Ja, ich habe es auch nicht dafür gekauft. Ich habe noch ein Downhill-Bike dafür. Aber wenn man schon mal da ist, warum denn nicht? Ja, ich war auch mit meinem alten Bike öfters mal dort. Es war aber ja nie so wirklich angenehm auf größeren Sprüngen. Und jetzt mit dem Bronson, muss ich sagen, ist schon eine andere Welt. Für Leute, die nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig viel Wert drauf legen, große Sprünge, große Gaps, große Drops zu springen und wirklich mit Fullspeed da durch irgendwelche Steinfelder zu bolzen, würde ich fast sagen, es ist ausreichend, das Bike, oder sogar mehr noch als ausreichend. Wobei ich jetzt nicht sagen oder behaupten möchte, dass man das mit dem Bike nicht machen kann. Es geht sicherlich. Ich bin da wohl nicht mehr der Typ zu, der das darauf anlegen möchte. Ja, wie gesagt, das ist ein Allround-Bike und ich denke, für 80% der Leute ist es völlig ausreichend, damit Trail zu fahren und Bikepark und alles abzudecken. Dafür ist es schließlich gemacht. Also ja, auf jeden Fall sind wir die Primeline gefahren. Da gibt es mittlerweile ein paar größere Sprünge noch, die jetzt neu gebaut wurden, die ich vorher noch nicht gefahren bin. Beziehungsweise erst einmal mit einem Downhill-Bike. Und ich muss sagen, ich habe mich gleich am Anfang auf dem Bike so sicher gefühlt, auch beim Springen. Ich bin vorher noch nie gesprungen mit dem Bike, jedenfalls keinen wirklichen Sprung. Habe mal irgendwo auf dem Trail abgezogen natürlich, aber jetzt wirklich mal einen großen Table gesprungen oder Double gesprungen oder Gap oder irgend sowas natürlich überhaupt nicht. Und ja, es fängt mit ein paar kleineren Sprüngen an. Das hat super geklappt auf Anhieb. Ich habe mich in keinster Weise irgendwie unwohl gefühlt oder irgend sowas. Und habe das dann auch von oben bis unten so durchgezogen. Ich bin die Sprünge gesprungen, wo ich dachte, oh, das ist schon ein recht großer Sprung, ohne groß drüber nachzudenken. Und auch die neuen Sachen da, die Step-Down-Step-Up-Kombination, es hat sich einfach super angefühlt. Und auch da muss ich wieder sagen, 200 mm Downhill-Bike, 150 mm Enduro oder All-Mountain, Super-All-Mountain, was auch immer, da ist nicht mehr viel dazwischen. Also wie gesagt, 150 mm merkt man nicht. Also es fühlt sich
wenn ich es jetzt wirklich kategorisieren sollte, es fühlt sich also wie 180 an. Ich bin früher ein Specialized Enduro Evo gefahren, oder Evo Enduro, frag mich jetzt nicht, wie das heißt, das mit der Double Barrel Dämpfer und der 36 Form, das hat glaube ich 170 gehabt. Und das war auch mega potent, das Bike war glaube ich nur für Bergabfahren im Bikepark gemacht. Und das fühlt sich mindestens genauso schön an. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß im Park. Ich glaube sogar, ich werde diesen Sommer nochmal extra mit dem Bronson in den Park fahren. Einfach so. Keine Ahnung. Muss ja nicht immer der Downhiller sein. Gerade in Lenzerheide ist ja schon eher Autobahn. Da bindet sich das schon an. Ja, ich habe es schon angedeutet vorhin. Das Bike schreit nach Kurven. Da sind Steilkurven keine Ausnahme. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß, damit durch die Steilkurven zu heizen. Selbst wenn Bremswellen drin sind, nicht wahnsinnig schlimm. Das Fahrwerk schluckt das bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Tiefe von den Wellen sehr gut weg. Und ja, es geht halt auch unglaublich schnell von links nach rechts und zurück. Das ist super. Ja, Zusammenfassung. Für mich ist das Bronson wirklich das perfekte Allround-Bike. Ich will jetzt nicht sagen, ich überlege, meinen Downhiller zu verkaufen. Das wäre zu viel. Schon alleine, weil ich gerne zwei Bikes habe. Aber man könnte es natürlich in Erwägung ziehen. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für EWS-Rennen gemacht, wobei ich jetzt gar nicht weiß. Es gibt vielleicht sogar Leute, die EWS mit dem Bronson fahren. Geht sicherlich. Gibt aber natürlich Bikes mit extremeren Geometrien. Aber ja, es ist wirklich dafür gemacht, Spaß zu haben, und dafür habe ich es mir auch gekauft. Ich möchte Trails damit fahren. Dafür ist es einfach ideal. Und ich komme damit auch überraschend gut bergauf, und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt gewesen, der mir am Herzen lag. Das Bike ist wendig, es ist unglaublich laufruhig, es macht wahnsinnig viel Spaß, da durch die Kurven zu fahren, Spitzkehren. Es ist wirklich echt super dafür geeignet. So, ich wechsle jetzt mal, ich nehme mich mal in die Hand und zeige euch ein bisschen, wie mein Bike denn genau aussieht. Also, gehen wir auch erstmal durch. Wir fangen am besten beim Cockpit an. Ich habe hier XTR-Bremsen verbaut und einen XX1-Shifter, einen Santa Cruz-Lenker und Ergon GE1 Frozen Stealth-Griffe. Hier ist noch ein Hebel von der Fox Transfer, den ich jetzt aber schleunigst ersetzen werde. Ich habe mir schon einen Wolf Tooth bestellt. Der ist jetzt hoffentlich ein bisschen besser. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig zufrieden mit dem. Er ist zwar klein, aber ja, optisch ist er jetzt auch nicht der Hit. Deswegen werde ich mir mal was anderes dran schrauben. Vorbau ist ein Nine Industries A35. Ja, 40 mm, 35er Klemmung. Gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Vorn arbeitet sehr, sehr, sehr wunderbar die Fox mit der Grip 2 Kartusche. Ich habe mir da, es ist schon ein bisschen ramponiert, das ist Dreck, Decals von NL Design anfertigen lassen. Die Orangen haben einfach nicht zum Bike gepasst, und ich habe gedacht, ich mache mir welche in Stealth Black drauf. Auch hier nochmal schön zu sehen, die XTR 4-Kolben Scheibenbremse macht wunderbaren Job. Der Dämpfer ist ein RockShox Super Deluxe RCT. Hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Einstellmöglichkeiten. Brauche aber auch nicht. Hat hier eine Low-Speed-Druckstufe und einen Rebound. Rebound habe ich verstellt, sich gerade. Klack. Dämpfer nochmal von der anderen Seite. Hier sieht man auch den Hebel fürs Lockout. So ist zu, so ist offen. Und so bleibt er auch. Sattelstütze.
Ja, Sattelstütze ist die Fox Transfer Factory mit Kashima-Beschichtung. Ja, habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil die wunderbar zur Gabel passt. Aber ich muss sagen, ist super, super toll. Passt nicht nur optisch gut zum Bike, auch rundet es funktionell ein bisschen ab. Auch wunderschön. Der Sattel, SQLab 611, Endless Summer Edition. Nettes Detail in Rahmenfarbe. Ich gebe zu, der optische Aspekt war jetzt nicht ganz unentscheidend für den Kauf, aber ich muss sagen, der Sattel ist echt bequem. Ja, kommen wir auch schon zu meinem ersten kleinen Tipp. Ich habe die Bremsleitung und das Kabel von der Sattelstütze in Schrumpfschlauch gepackt. Genauso auf der anderen Seite das Schaltkabel und die Leitung der Hinterbremse. Und das Ganze schön zusammengeschrumpft. Sieht super clean aus. Und was noch fast viel wichtiger ist, es klappert nicht. Was ebenfalls nicht klappert, ist die Bremsleitung vorn. Viele wissen das nicht. Beim Fahren schlägt die Leitung ganz gern mal, wenn es ein bisschen ruppiger wird, gegen die Gabel. Und deswegen habe ich hier mir so ein Stoffklebetape, Klebestofftape, wie auch immer. Ein Tape halt, was aus Stoff ist, von Tesa rundherum gewickelt. Das sind, glaube ich, zwei Lagen. Und ja, das macht das Ganze deutlich leiser. Santa Cruz Emblem, immer sehr schön. Auch ein nettes Detail, oh, hier sieht man, dass ich schon ein bisschen gefahren bin heute. Zum Shutteln auf dem Pickup, gut, ich habe kein Pickup und ich shuttle auch nicht mit dem Pickup, aber Santa Cruz hat hier so einen kleinen Bumper noch dran gebaut, damit man sich das Unterrohr da nicht beschädigt. Natürlich auch unten im Tretlagerbereich, dass der Steinbeschuss nicht ganz so gefährlich wird. Hinten am Dämpfer, man sieht doch, es hat ganz gut funktioniert. Gibt so ein kleines Schutzblech, das Santa Cruz da dran gebastelt hat. Das schützt den Dämpfer vor Dreckbeschuss, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kann man nichts gegen sagen. Hier sieht man auch den Flip-Chip. Man sieht, ich habe ihn auf der niedrigen Position, man kann ihn hochmachen. Wird die Geometrie, glaube ich, um 0,5, 0,6, 0,7, ich weiß nicht wie viel Grad. Steiler. Ja, habe ehrlich gesagt noch nie das Bedürfnis gehabt, da irgendwas dran zu ändern. Und bin mit der niedrigen Einstellung sehr zufrieden. HT-ME03 Evo-Pedal. Hat schon ein bisschen was gesehen, wie man sieht. Auch mit goldenen Pins. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben. Setting ist Türkisgold. Drehen wir auch den Haufen mal auf die andere Seite. Hier schön zu sehen, XX1 Antrieb von SRAM. Kann ich jetzt nicht viel drüber sagen, außer dass es perfekt funktioniert. Hat sich natürlich angeboten, mit der goldenen Farbe das hier am Bike zu integrieren. Man sieht es vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Video, aber es passt sogar verhältnismäßig gut zum Kashima und auch zur Santa Großschrift, die eigentlich ja, jedes Mal anders aussieht, je nachdem wie das Licht gerade ist. Ja. Noch ein Tipp. Ich habe hier Slapper Tape zusammengefaltet und auf den Kettenstrebenschutz geklebt. Wenn die Kette doch mal die Kettenstrebe berühren sollte, werden die Schläge gedämpft und es ist viel, 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 viel leiser. Santa Cruz Reserve 30 mm Felgen auf Industry 9 Portschnaben. Viele fragen immer, wie klingt das? Freilaufsound hört sich in etwa so an. Geht auch lautlos, wenn man das möchte.
beziehungsweise kommen die eigentlich schon fast lautlos, wenn genug Fett drin ist. Ich habe ein bisschen rausgemacht, brauche ich keine Klingel mehr. Ich hatte bereits erwähnt, dass das Bike super leise ist. Das liegt nicht zuletzt an der sehr, sehr guten Zugführung, die Santa Cruz da gemacht hat. Schaut natürlich auch super clean aus. Die Leitungen sind sehr eng im Rahmen geführt. Da klappert wirklich nichts. Und es sieht natürlich super schick aus. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, wovon würdet ihr gerne mehr sehen, soll ich mehr Trails fahren, Trails zeigen, Bikeparkstrecken, was steht in meiner Garage, warum habe ich schwarze Schuhe an, was packe ich in meinen Rucksack rein, keine Ahnung. Schreibt einfach, worauf ihr Bock habt. Schreibt auch gern, was ich verpasst habe, euch zu erklären oder zu zeigen, was euch unklar ist. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Etwas habe ich noch vergessen, da dies ja auch sehr oft gefragt wird. Ich habe das Bike bei comking.de gekauft. Die haben einen sehr guten Bike-Konfigurator. Da bekommt man ein Custom-Bike günstiger als die Santa Cruz Komplett-Bikes. Außerdem wird man dort sehr gut beraten. Schaut es euch einfach mal an.